Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat gestern nahtlos an die schwache Performance vom Mittwoch angeknüpft. Im Laufe des Tages näherte er sich sogar der Marke von 12.600 Punkten an. Immerhin machte der DAX kurz vor Handelsschluss einen Teil seiner Verluste wieder wett. Am Ende lag er bei 12.783 Zählern. Das ist ein Minus von knapp 1,7% bzw. 219 Punkten. Ja, und wir blicken nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Franziska, der DAX hat zwei schlechte Handelstage hinter sich. Erleben wir heute wenigstens einen versöhnlichen Wochenabschluss? Einen schönen guten Morgen erst einmal von Frankfurt aus. Wir haben keinen guten Handelstag gestern gesehen von den Tagestiefständen. Du hast es angesprochen, hat sich der DAX durchaus aber etwas berappeln können. Trotzdem sind wir klar unter der 13.000-Punkte-Marke unterwegs. Und man hat gestern Bilanz gezogen, denn das erste Halbjahr ist zu Ende gegangen. Und auch da eine ernüchternde Bilanz, denn der DAX hat in den ersten sechs Monaten 19,5% verloren. Damit liegt er aber in etwa im Rahmen von dem, was eben auch die anderen großen Märkte gemacht haben. Denn wirft man einen Blick auf den Dow Jones, so hat dieser im ersten Halbjahr etwas über 15% verloren. Nasdaq den größten Verlust seit 2002 und S&P 500, da war es sogar die schwächste Entwicklung in den ersten sechs Monaten seit 1970. Die Börsen sind also weiter mächtig unter Druck und das dürfte auch zum Auftakt in das zweite Halbjahr, zum Auftakt in den letzten Handelstag dieser Woche erst einmal nicht anders aussehen. Wir gehen also davon aus, dass der DAX einmal mehr schwächer hier heute starten wird und auch von Seiten der asiatischen Märkte bekommen wir negative Vorgaben. Ja, das hört sich jetzt wirklich nicht so versöhnlich an vorm Wochenende, aber immerhin bei dir auf dem Parkett ist inzwischen wieder mehr los, es zu sehen. Lieben Dank nach Frankfurt. Ja, soweit der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir jetzt zur Marktidee und die ist heute Aurubis. Die Aktie von Aurubis hat in den vergangenen Jahren vom stark gestiegenen Kupferpreis profitiert und im April markierte das Papier seinen Rekordhoch. Dann startete allerdings analog zum mittlerweile sinkenden Kupferpreis eine Abwärtskorrektur, die weiterhin intakt ist. Gestern rutschte die Aurubis-Aktie auf ein 9-Monats-Tief. Aus technischer Sicht ergibt sich jetzt die Chance auf eine Erholung. Im Fokus stehen dabei drei Kursziele. Und die ausführliche Chartanalyse, die finden Sie unter www.ideas-daily.de. Das war die letzte Ausgabe von Ideas Daily TV für diese Woche. Danke für Ihr Interesse. Schon mal ein schönes Wochenende und dann bis Montag.